Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Diskussion zum Thema zwischen deutscher Ratspräsidentschaft und Bundestagswahl, Vorstellungen zur Zukunft Europas. Mein Name ist Valeska Esch und ich freue mich sehr, Sie alle zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ein ganz besonderes Willkommen auch an Staatssekretär Berger, der gleich im Rahmen seiner Keynote ein Resümee zur deutschen Ratspräsidentschaft ziehen und seine Vorstellungen zur Zukunft Europas teilen wird. Herr Staatssekretär, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich zum Jahresende die Zeit nehmen. Ein ganz herzliches Willkommen auch an unser tolles Panel aus europapolitischen Experten von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank auch an Sie für Ihre Zeit. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an Annette Riedel, die die Diskussion nachher moderieren und Ihnen die Sprecher im Einzelnen noch vorstellen wird. Angesichts der außergewöhnlichen Krisensituation, in der die Welt sich dieser Tage befindet, haben neue Formen europäischer Integration im Rahmen des EU-Hilfspakets gleichzeitig gezeigt, dass eine Krise auch eine Chance sein kann. Vor diesem Hintergrund war die Zukunft Europas eine Frage, der wir in diesem Jahr eine Workshop-Reihe in Form eines Strategic Foresight-Prozesses gewidmet haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Bundespresseamt und der Open Society Foundation, die diesen Prozess und diese Veranstaltung ermöglicht haben. In diesem Strategic Foresight-Prozess haben wir unter der Leitung von Oliver Gnad mit einer Gruppe von Expertinnen und Experten aus Europa und den USA Szenarien zur Zukunft Europas in drei Politikfeldern entworfen: Sicherheit, Handel und Green Recovery. Und während diese Szenarien unter dem Eindruck einer Trump-Präsidentschaft in den USA entstanden sind, bieten sie gleichzeitig eine Chance, gemeinsam mit der künftigen Biden-Administration das transatlantische Verhältnis in den drei Politikfeldern gemeinsam neu zu gestalten. Während Europa im Bereich der Sicherheit stark abhängig ist von den USA, sind die Beziehungen in den anderen beiden Politikfeldern sicherlich auf Augenhöhe. Im Bereich Green Recovery ist die EU möglicherweise sogar ein paar Schritte weiter. Und zu Beginn dieser Veranstaltung möchte ich Ihnen diese drei Szenarien ganz grob skizzieren. Wir haben die Szenarien entlang von zwei Achsen entworfen, nämlich der internen Kohärenz auf der einen Achse und der Frage der Ambition der EU als globaler Akteur aufzutreten auf der anderen Achse. So sind vier Szenarien pro Politikfeld entstanden, von denen wir jeweils das Beste ausgewählt und uns darauf konzentriert haben, da eben diese Best-Case-Szenarien in unseren Augen weitestgehend die Ambition der EU als globaler geopolitischer Akteur widerspiegeln. So finden Sie in dem Szenarienkreuz jeweils oben rechts in der Ecke das Best-Case-Szenario, während wir in allen drei Politikfeldern den Status quo eher unten rechts verordnen würden. Im Themenfeld Sicherheit ist entsprechend das Szenario Divided We Stand, also eine niedrige Kohärenz, aber globale Ambitionen der Europäischen Union in der Nähe des Status quo. Es besteht ein Bündnis der Willigen, militärische Fähigkeiten Europas zu erweitern, aber eine fragmentierte gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und wenig Einigkeit zwischen den Mitgliedstaaten über Strategien und geopolitische Interessen. Das Muddling-Through-Szenario und das Keeping the Barbarians-Out-Szenario beschreiben dagegen alternative Richtungen für eine EU ohne globale Ambitionen, wobei das Keeping the Barbarians-Out ein Zwischenschritt hin zu mehr Verteidigungskapazitäten wäre. Klar, das Best-Case-Szenario und am ehesten der formulierten Ambition der EU entsprechend ist dementsprechend das Szenario Autonomous Security, das Sie oben rechts in der Ecke finden. In diesem Szenario wird die EU allmählich zum globalen Akteur im Bereich der internationalen Sicherheit durch eine Erweiterung und Vertiefung europäischer außen- und sicherheitspolitischer sowie militärischer Fähigkeiten. Das versetzt die Europäische Union in die Lage, eigenständig Verantwortung zu übernehmen und essentielle Interessen ihrer Mitgliedstaaten sowohl in ihrer Nachbarschaft und darüber hinaus zu verteidigen. Gleichzeitig wird die Europäische Union innerhalb der NATO in enger Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien zu einer der treibenden Kräfte. Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, wie kommt man denn zu diesen Best-Case-Szenarien? Im Bereich Sicherheit sind wir klar zu dem Ergebnis gekommen, dass eine verbesserte interne Kohärenz nur durch reformierte Entscheidungsprozesse basierend auf qualifizierten Mehrheiten möglich wären, denn ohne eine solche Reform ist nicht nur eine militärische Integration oder eine tiefere militärische Integration kaum möglich, sondern vor allem auch eine schnelle Handlungsfähigkeit stark erschwert.
Natürlich gehören auch höhere Verteidigungsausgaben dazu. Gleichzeitig gibt es den Bedarf auch des französischen Nuklearschirms für Europa. Und hier sehen wir ein mögliches Trade-off mit Deutschland und anderen Ländern im Bereich der Sozialunion, worauf ich später nochmal kommen würde. Außerdem bräuchte es eine Weiterentwicklung europäischer sicherheitspolitischer und Verteidigungsstrukturen unter Einbeziehung wichtiger europäischer Partner wie Großbritannien und Norwegen, zum Beispiel über die Einrichtung eines European Security Boards, das grob nach dem Vorbild des UN-Sicherheitsrates modelliert wäre. Auch im Bereich Handel sehen wir den Status quo am ehesten unten rechts in der Ecke in dem To-be-a-wannabe-Szenario verortet. Und hier ist als das größte Risiko für den Status quo immer wieder die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb und zwischen EU-Mitgliedstaaten zur Sprache gekommen, was immer mehr dazu führt, dass es wenig gemeinsame Grundlage für Handelspolitik, Industriestrategien und Sozialstandards gibt. Allerdings auch hier sieht man ganz deutlich, dass es noch schlimmer kommen könnte in dem Me, Myself and I-Szenario, das sich durch wachsenden Nationalismus und Protektionismus auszeichnet. Eine Gefahr, die wir vor allem als Konsequenz aus der drohenden Wirtschaftskrise sehen und den sehr unterschiedlichen Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, diese Konsequenzen abzufedern. Auch hier sehen wir in dem Back-to-the-Future-Szenario die Möglichkeit eines gestärkten Binnenmarktes. Die EU wäre hier allerdings kein normativer Akteur im Bereich Handel. Entsprechend ist ähnlich wie im Themenfeld Sicherheit das Best-Case-Szenario oben rechts auch das, was den formulierten Ambitionen der Europäischen Union am nächsten kommt, das Szenario Mission Possible. In diesem Szenario besteht eine faire, freie und offene internationale Handelsordnung, in der die EU als normativer Akteur die Regeln des globalen Handels mit beeinflusst und in den Bereichen Technologie und Digitalisierung konkurrenzfähiger und unabhängiger werden konnte, dank einer Bündelung von Ressourcen für gemeinsame und interdisziplinäre Wissenschaft und Forschung. Auch hier haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie man dahin kommen kann. Neben innerer Kohärenz auch hier durch eine Reform der Entscheidungsprozesse hin zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen sind in diesem Szenario erste Schritte hin zu einer Handels-, Steuer- und Sozialunion entscheidend, zum Beispiel unter anderem durch eine Vorreiterrolle bei der digitalen Besteuerung. Und hier kommen wir auch zu dem möglichen Trade-off für den französischen Nuklearschirm, von dem ich gesprochen habe, nämlich die Unterstützung der Nettozahler der EU im Bereich einer Finanz- und Sozialunion. Intern legt die EU Normen und Standards wie die Stärkung von Umwelt-, Menschenrechts-, Digital- und Verbraucherschutzgesetzen fest und entwickelt einen wirksamen Sanktionsmechanismus für diejenigen, die sich nicht daran halten. Extern werden Sanktionsmechanismen in Konditionalitätsabkommen für finanzielle Hilfe und Unterstützung aufgenommen und durch Freihandelsabkommen werden Umweltstandards, Menschenrechte sowie digitale und Verbraucherschutzgesetze verankert. Und so wird die EU noch stärker zu einem normativen Akteur im Bereich Handel. Ebenfalls erforderlich hierfür wurde eine enge euroatlantische Kooperation in der Reform und Durchsetzung von WTO-Regeln angesehen. Das letzte Themenfeld, mit dem wir uns befasst haben, war das Themenfeld Green Recovery. Auch hier würden wir trotz der in der Richtung positiven Beschlüsse des Rats letzte Woche den Status quo nach wie vor eher unten rechts verordnen, nämlich im Green Divide-Szenario, aber mit einer doch etwas klareren Tendenz hin zu einem positiveren Szenario. Hier ist das größte Risiko in unseren Augen auch ein Mangel an finanzieller Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, der die Spaltung innerhalb der EU verstärken könnte. Auch hier gibt es in dem Green Alchemy-Szenario eine Negativentwicklung, während das Clean House-Szenario zumindest innerhalb der EU klare grüne Standards setzt. Um aber tatsächlich zu einer Global Green Superpower zu werden, also sozusagen das Best-Case-Szenario zu erreichen, müssen grundlegende Herausforderungen für den europäischen Green Deal, wie zum Beispiel der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, bewältigt werden. Reformen in den Bereichen Landwirtschaft, Mobilitäts- und Verkehrspolitik sowie Industrie sind ebenfalls notwendig, genauso wie dass die EU zu einem Exporteur von grünen Normen und Standards wird. Genau wie in den anderen Szenarien haben wir natürlich auch hier versucht, die Frage zu beantworten, wie wir dorthin kommen. Und entscheidende Punkte waren in unseren Augen neben CO2-neutraler Energieerzeugung und einer Stärkung des europäischen gemeinsamen Energiemarkts die Unterstützung für die wirtschaftlichen und sozialen Kosten in den am stärksten betroffenen Regionen und Mitgliedstaaten.
Außerdem sollte ein umfassendes europäisches CO2-Steuersystem bzw. Emissionshandelssystem, das auch für importierte Güter gilt, etabliert werden. So könnten Einnahmen generiert werden, die in den EU-Haushalt für neue grüne Investitionen fließen. Hinzu kommt ein Ausstieg aus der industrialisierten Massenproduktion landwirtschaftlicher Produkte und die Einführung eines auf Suffizienz basierenden Ansatzes für europäische Agrarprodukte in Form einer integrierten Landwirtschaft, gefördert durch eine umfassendere Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, als wir sie bisher gesehen haben. Außerdem kommen natürlich notwendige Reformen in den Bereichen Mobilitäts- und Verkehrspolitik sowie in Industrie und Produktion hinzu, auf die ich aber aus Zeitgründen an dieser Stelle nicht näher eingehen werde. Insgesamt hat sich klar gezeigt, dass der Weg zu unseren Best-Case-Szenarien in allen drei Themenbereichen stets eine Reform der Entscheidungsstrukturen der EU hin zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen voraussetzt, um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken. Die Szenarien verlangen ebenfalls ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit, garantiert durch wirksame Beobachtungs- und Sanktionsmechanismen. Nur so sind gemeinsame Standards durchsetzbar und größere finanzielle Solidarität vorstellbar. Will die EU also ein glaubhafter globaler Akteur in den Politikfeldern Sicherheit, Handel und Green Recovery werden, sind diese Punkte aus unserer Sicht Grundvoraussetzungen. Bei dieser sehr groben Skizzierung unserer Ergebnisse muss ich es mit einem Blick auf die Uhr leider belassen. Sie sind aber alle herzlich eingeladen, die Details unserer Publikation zu entnehmen, die Sie auf unserer Website finden. Wir werden Ihnen morgen im Laufe des Tages auch nochmal den Link zukommen lassen. Und jetzt freue ich mich sehr, nochmals ganz herzlich Staatssekretär Berger begrüßen zu dürfen. Staatssekretär Berger ist seit Mai diesen Jahres Staatssekretär im Auswärtigen Amt und dort unter anderem auch für Europa zuständig. Herr Staatssekretär, nochmals ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihr Resümee der deutschen Ratspräsidentschaft und Ihre Vorstellungen zur Zukunft Europas. Ja, Frau Esch, Frau Riedel, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung hier des Espen-Instituts. Und wir hatten jetzt gerade dieser Tage eine symbolische Staffelstabübergabe an die portugiesischen Kollegen, die natürlich jetzt eine sehr anspruchsvolle Präsidentschaft vor sich haben werden. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, das war natürlich ein in jeder Hinsicht sehr anspruchsvolles Jahr. Und wenn wir uns die Covid-Krise anschauen, wir sind mitten in der zweiten Welle und die Zahlen, wann die Impfstoffe vorliegen. Ich glaube, wir müssen auch befürchten, dass auch das nächste Jahr noch sehr, sehr stark von dieser Krise geprägt sein wird. Und das wirkt sich natürlich dann auch aus auf die Arbeits- und Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen. Und die Themen, die Sie vorgestellt haben in Ihrer Studie, auf die will ich auch noch im Einzelnen kurz eingehen. Das sind natürlich sehr wichtige Bereiche, an denen man dann auch festmachen kann, inwiefern wir auch wirklich Fortschritte erreicht haben im Bereich der europäischen Souveränität. Und ich muss sagen, ganz persönlich, ich mag den Begriff europäische Handlungsfähigkeit, europäische Souveränität lieber als strategische Autonomie, weil strategische Autonomie so ein bisschen den Eindruck erwecken könnte, als ging es uns darum, unabhängig von den USA, losgelöst von den USA, gewisse Dinge realisieren zu können. Und unser Ziel ist ja im Grunde eher, dass wir einerseits eben Europa als Akteur erhalten, als handlungsfähigen Akteur zwischen den Blöcken, zwischen insbesondere dem aufstrebenden China, aber natürlich auch den USA, aber dass wir natürlich auch die Handlungsfähigkeit zusammen mit den USA weiterentwickeln. Und wenn ich zwei übergeordnete Ziele für unsere Ratspräsidentschaft nennen darf, dann ist das natürlich der Punkt der Gemeinsamkeit, der Solidarität, wie er in unserem Präsidentschaftsmotto auch ausgedrückt wurde, und natürlich auch der von mir schon erwähnte Begriff der Souveränität, also Europa stärker machen, Europa auch souveräner und stärker aus der Krise herausführen. Jetzt werden andere zum Jahresende so eine Bilanz ziehen. Aus unserer Sicht, ich glaube, es ist doch gelungen, viele Dinge voranzubringen, viele Dinge zu erreichen.
auf die ich jetzt auch gerne noch mal im Einzelnen eingehen werde. Wenn wir mal bei Covid-19 anfangen, ich glaube, es ist uns zumindest gelungen, die europäische Kooperation zu stärken, die Koordinierung zu stärken, die Fehler aus der Anfangszeit, als wir unkontrollierte Grenzschließungen in Europa hatten, diese Fehler jetzt in der zweiten Welle eindeutig zu vermeiden, auch den Binnenmarkt auch so weit offen zu halten, den Handel offen zu halten. Also ich glaube, wir haben aus den Fehlern der ersten Welle hier gelernt. Wir haben auch eine sehr schöne Zusammenarbeit entwickelt in der Frage des Impfstoffs und auch der internationalen Nutzung eines Impfstoffs, das Stichwort COVAX in Genf. Ganz wichtig natürlich der Beschluss des letzten Europäischen Rates, nicht nur, dass es gelungen ist, dass wir einen Haushalt, einen regulären Haushalt für 2021 haben, sondern dass wir eben auch den mehrjährigen Finanzrahmen verabschieden konnten, damit jetzt auch eine stabile Grundlage für die EU für die nächsten 7 Jahre. Ich glaube, man kann sagen, das ist wirklich der modernste Haushalt, den die EU bisher hatte. Man kann sicher wieder Punkte finden, bei denen man das hätte weiterentwickeln können. Aber die Tatsache, dass viele dieser Mittel jetzt auch wirklich in zukunftsgerichtete Bereiche investiert werden, und das gilt noch mehr für das Wiederaufbauinstrument Next Generation EU, 750 Milliarden, die Mischung aus Zuschüssen und Krediten, und die Tatsache, dass den Ländern, die ja wirklich hart getroffen sind, und wenn man sich die Rückgänge im Bruttosozialprodukt ansieht, ich glaube, außerhalb von Lateinamerika ist die Europäische Union die Region, die natürlich auch aufgrund ihrer starken Außenwirtschaftsorientierung am härtesten getroffen ist. Ich glaube, wir haben hier ein sehr, sehr starkes Zeichen der Solidarität und der Unterstützung gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch in den Staaten der Europäischen Union, insbesondere im Süden, die das am stärksten brauchen, ist das angekommen. Ein anderes Thema, bei dem sind wir leider noch nicht am Ende der Verhandlungen, das ist das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien, wo wir noch nicht die Hoffnung aufgeben, hier zu einer Lösung zu kommen. Ein anderer ganz wichtiger Punkt des letzten Europäischen Rates ist die Anpassung unseres Klimaziels, die CO2-Reduzierung für 2030, das Ambitionsniveau zu erhöhen von 40 auf 55%. Und das in Verbindung mit dem Klimaziel Klimaneutralität 2050. Und als Aspen-Institut, lassen Sie mich auch hier nochmal sagen, wir haben gehört, Präsident Biden will als erste Amtshandlung in das Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Die USA haben erklärt, dass sie einen Green Deal auch in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen werden. Mein Gefühl ist, wir haben hier ein Thema grüne Technologien, Nachhaltigkeit, Investitionen in Zukunftstechnologien, wo wir auch transatlantisch sehr, sehr gut zusammenarbeiten werden. Der andere Bereich, auf den Sie eingegangen sind, ist die Handelspolitik. Da haben wir es mit einer sehr schwierigen Balance zu tun zwischen Freihandel, der in der Welt ja fortschreitet. Wir sehen das in Asien mit dem dortigen Regionalabkommen und dann eben der Frage, wie weit muss man gehen in den Fragen der Nachhaltigkeit, muss das sanktionierbar sein oder nicht? Und ich glaube, wir haben auf der einen Seite hier die Europäische Union, die ein globaler Normsetzer ist. Und auf der anderen Seite müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir als Europäische Union hier in diesen Fragen wirklich handlungsfähig bleiben und auch ohne Großbritannien handlungsfähig bleiben. Transatlantisch sehe ich hier zwei große Chancen. Einmal, dass es uns gelingt, die Differenzen im transatlantischen Handel zu überwinden, die aus unserer Sicht ja völlig unberechtigten Strafzölle im Bereich Stahl, Aluminium,
der überflüssige Streit um die Subventionen zwischen Airbus und Boeing, aber auch die von Ihnen erwähnte Reform der Welthandelsorganisation WTO. Und hier haben wir gemeinsame Anliegen, wenn es um die Frage geht, wie China in den Welthandel in fairer Art und Weise integriert werden kann, dann sehe ich hier ein großes Potenzial transatlantischer Zusammenarbeit. Die Sicherheitspolitik haben Sie auch erwähnt. Wir haben hier immerhin den sogenannten strategischen Kompass auf den Weg gebracht. Das ist ein Dokument, das zum ersten Mal auch für die Europäische Union eine Gesamtbedrohungsanalyse vornehmen wird. Wir sind bei der ständig strukturierten Zusammenarbeit ein Schrittchen weitergekommen. Wir haben das Zentrum für ziviles Krisenmanagement hier in Berlin eröffnet. Das sind Themen, wo man sich sicher einen schnelleren Fortschritt wünschen würde, aber wo wir, glaube ich, einfach auch Realismus walten lassen müssen. Sie haben die qualifizierte Mehrheit erwähnt. Das würden wir uns alle wünschen, aber wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass sehr viele EU-Mitgliedstaaten das kritisch sehen. Ein Punkt transatlantisch hier. Ich glaube, auch eine Administration Biden wird erwarten von Europa, dass Europa sich stärker um regionale Themen und Konflikte kümmert. So wie wir das im Sahel machen, so wie wir auch vermittelnd versuchen, tätig zu werden zwischen der Türkei und Griechenland. Also Europa muss mehr Verantwortung übernehmen und das ist im Interesse auch der USA. Ansonsten wichtig, glaube ich, noch das Thema des Rechtsstaatsmechanismus für den EU-Haushalt. Das ist neu, das heißt, Rechtsstaatsverstöße, die in einem Zusammenhang stehen mit den EU-Mitteln, den Haushaltsmitteln, können zukünftig dann auch geahndet werden. Das ist ein wichtiger Schritt. Ein anderes wichtiges Thema, das uns umgetrieben hat, ist die Etablierung eines neuen Rechtsstaatsdialogs. 5 Länder hatten sich bereit erklärt, auf der Grundlage eines Kommissionsberichts hier eine Diskussion zu führen. Wir wollen hier dieses Thema der Rechtsstaatlichkeit breit und fair diskutieren. Und wir haben die Zusage von Portugal, aber auch Slowenien, dass das fortgesetzt wird. Insgesamt muss ich sagen, blicken wir doch mit Optimismus jetzt auch in die Zukunft, nicht nur mit Blick auf den kommenden Impfstoff, sondern eben auch mit Blick auf die neue US-Administration, auf deren multilaterale Ausrichtung, auf deren erklärtes Ziel, mit Europa eng zusammenarbeiten zu wollen. Hier sehe ich einfach sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Green Tech hatte ich erwähnt, Handel, aber das gilt natürlich auch für die China-Politik, für die Afrika-Politik, für viele andere Themen, wo es auf eine enge und gute Zusammenarbeit mit den USA ankommt. Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist die Zukunftskonferenz der Europäischen Union. Da sind alle Grundlagen gelegt. Es fehlt uns nur noch die Verständigung über den Vorsitz. Aber, und deswegen erwähne ich das, ich glaube, das wird eine ganz hervorragende Gelegenheit sein, auch über den Kreis der Experten hinaus, in der Breite der Gesellschaft, eine Diskussion darüber zu führen, wie stellen wir uns die Europäische Union in 10, 15 Jahren vor, in welchen Bereichen wollen wir handlungsfähiger werden, worauf müssen wir uns konzentrieren, worauf müssen wir uns fokussieren und hier eine Diskussion zu haben, die die gesamte europäische Bevölkerung mitnimmt und damit auch gleichzeitig für den Mehrwert Europas wirbt, das ist ein Pluspunkt, an dem wir arbeiten wollen. Der gesamte Prozess wird dann enden unter französischer Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022. Also wir überlassen Portugal jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr volles Tableau, viele Themen, die weiter auch übernommen werden aus unserer Präsidentschaft. Aber unser Resümee ist auf jeden Fall, dass wir trotz Covid, glaube ich, in vielen Bereichen Themen bewegen konnten. Und so gesehen freue ich mich jetzt auf die weitere Diskussion. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihr Resümee einer sicherlich turbulenteren Ratspräsidentschaft, als Sie sich das vor Beginn vorgestellt haben. Entschuldigung. Und vielen Dank auch für die ganzen Punkte, die Sie aufgeworfen haben. Ich glaube, wir haben hier viele Anknüpfungspunkte für unser folgendes Panel. Und ich freue mich jetzt sehr auf eine angeregte Diskussion und die Vorstellung auch der Fraktionen zu all diesen Themen. Und möchte noch mal ganz herzlich Annette Riedel begrüßen. Annette Riedel ist deutsche Moderatorin und ehemalige leitende Hörfunkjournalistin und Auslandskorrespondentin für den Deutschlandfunk und war unter anderem in Brüssel tätig. Herzlichen Dank, Frau Riedel, für die Moderation und ich gebe jetzt an Sie ab. Wunderbar. Vielen Dank für die Begrüßung und für all das, was Sie uns gesagt haben. Viel Anregung haben wir bekommen. Ich schlage vor, wir machen ein bisschen eine Arbeitsteilung. Für den Wein war Staatssekretär Berger jetzt zuständig. Und die Abgeordneten, mit denen wir jetzt diskutieren wollen über den Zustand der Union und die Zukunft der Union, die sind dann so ein bisschen fürs Wasser zuständig. Wir machen das einfach mal der Reihenfolge nach. Wir haben Vertreter von der Union, von der SPD und von den Grünen, die ich nacheinander vorstellen werde. Von der FDP haben wir demnächst auch jemand dabei, der wird gerade noch im Bundestag festgehalten. Und wegen der anstehenden laufenden Bundestagssitzung ist uns eine Diskutantin abhandengekommen, Franziska Brandner von den Grünen. Aber dafür haben wir Sergej Lagodinsky und freuen uns sehr, dass er kurzfristig einspringen konnte. Er ist Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament. Machen wir den Anfang mit Volker Ulrich. Er ist für die Union im Ausschuss des Bundestages für EU-Angelegenheiten. Und wenn ich gesagt habe, Sie sind für das Wasser zuständig in der Angelegenheit, man hat gehört von Frau Esch, viele Krisen sind auch viele Chancen. Wir haben von Herrn Berger gehört, es läuft wahrhaftig nicht alles schlecht. Aber jetzt würden wir gern von Ihnen wissen, wo Sie die EU hier heute und jetzt sehen und wo vor allen Dingen das Wasser in den Wein gegossen werden muss, bevor wir dann anschließend über die Zukunft diskutieren. Herr Ulrich? Verzeihung, ich musste noch das Mikro anmachen. Einen schönen guten Abend an alle, Frau Riedel, Frau Esch, Herr Staatssekretär Berger, meine Damen und Herren. Ja, man würde fast sagen, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, um ein anderes geflügeltes Wort zu gebrauchen. Aber ich meine in der Tat, dass die deutsche Ratspräsidentschaft sehr viel mehr Licht in einer schwierigen Zeit produziert hat, insbesondere die Frage jetzt der Impfstoffstrategie auf deutscher Ebene, aber vor allen Dingen auch die Durchbrüche beim Haushalt, beim Klima und beim Rechtsstaatsmechanismus können sich wirklich sehen lassen. Um aber auf einen Punkt zu kommen, der uns noch Sorgen bereiten wird. Wir haben auf europäischer Ebene die Ergebnisse erzielt durch auch eine exzellente Verhandlungsstrategie und durch ein Einlenken gerade auch von Polen und Ungarn bei der Rechtsstaatsfrage quasi auf letzte Minute. Das zeigt, dass wir in der Europäischen Union zumindest aber bei allen Themen, die einer Einstimmigkeit bedürfen, natürlich ein gewisses strukturelles Problem haben. Und dieses strukturelle Problem wird größer, je unterschiedlicher manche Staaten betroffen sind und je mehr sich auch politische Interessen in den Staaten auseinanderdividieren. Wir haben bereits jetzt zwischen manchen Staaten Mittel- und Osteuropas und jenen des westlicheren Teils der Europäischen Union grundlegende Unterschiede im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und auch im Bereich beispielsweise, wie man manche Ansätze in Sachen Klimaschutz auf die Reihe bekommt. Deswegen wird die große Frage sein, ob man diese Unterschiedlichkeiten auf Dauer durch Verhandlungslösungen glätten kann oder ob es dort auch zu grundlegenden Änderungen im Bereich der Struktur, kommen muss. Die dann auch wieder einstimmig beschlossen werden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da sind wir bei der Frage, können wir uns eine Europäische Union auch in 5 oder 10 oder 15 Jahren vorstellen, mit all den Aufgaben, die uns auf uns zukommen? Digitalisierung,
Schutz der Demokratie gegenüber autoritären Regimen, Klimawandel, gemeinsame Steuerpolitik, Verfestigung der Wirtschafts- und Währungsunion. Können wir uns das vorstellen im Rahmen des jetzigen Vertragswesens oder brauchen wir vertragliche Änderungen? Und die vertraglichen Änderungen sind natürlich schwierig herbeizuführen, weil sie die Zustimmung eines jeden Staates bedürfen. Aber beginnend mit dem Mehrheitsprinzip bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen bis hin zu manch anderen Fragen der Repräsentation wird die Kernfrage sein, sind wir bereit, einen solchen Prozess aufzusetzen in Europa und trauen wir uns ihn zu? Und ich meine, wir sollten in den nächsten 10 bis 15 Jahren bereit sein, nochmal eine grundlegende Revision der Verträge im Hinblick auf diese gemeinsam formulierten Ziele auch anzudenken. Aber es wird natürlich ein großer Kraftakt werden. Und das ist letztlich dann die Gretchenfrage bei der Zukunft Europas. Gelingen uns diese ganzen Themen, die Frau Esch wunderbar aufgezeigt hat, im Rahmen der Verträge? Gelingt uns das in Verhandlungslösungen? Oder brauchen wir einen anderen, vielleicht sogar noch besseren institutionellen Rahmen? Dann bis hierhin erstmal vielen Dank. Ich möchte gern Christian Pietri in unsere Runde mit reinnehmen. Aber bevor ich das tue, noch der Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Ende dieser Runde wird es die Möglichkeit geben, sich einzuschalten und auch Fragen zu stellen an unser Podium. Vielleicht auch kurze, Betonung liegt auf kurz, kurze Statements. Wie das technisch funktioniert, sage ich am Ende dieser Diskussion. Aber dass Sie schon mal wissen, Sie können mit uns diskutieren. Christian Pietri, europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, also auch Regierungspartei in Berlin. Sie werden wahrscheinlich Herrn Ulbricht nicht besonders heftig widersprechen in seiner Einschätzung. Also das hängt aber auch an Herrn Ulbricht, weil er sehr oft die Einschätzung, die ich auch habe, hat. Es gibt in der Union schon ein paar andere, denen würde ich vielleicht eher widersprechen. Ich wäre jetzt drauf gekommen, dass Herr Lagodinsky als Opposition als nächster dran wäre, weil wir das so immer praktizieren. Aber mir ist es absolut recht. Ja, also die Zukunft Europas, klar. Ich möchte an dem anschließen, was Volker Ulbricht gesagt hat. Wenn wir dies erreichen wollen, dass also alle mitmachen, eine Vertragsänderung dahingehend, dass man flexibler wird, Mehrheitsprinzipien eingeführt werden können, nach dem Vertrag von Lissabon geht da schon vieles, wird nur nicht praktiziert. Aber wenn man es noch stärker will, dann kann man natürlich die Konferenz zur Zukunft Europas als Forum nutzen, bis zur französischen Ratspräsidentschaft, um eine breite Mobilisierung in den Gesellschaften hinzubekommen, damit auch der politische Druck in den einzelnen Gesellschaften da ist, diese Bewegung hin zu einem modernen Europa mitzumachen. Am Ende steht die Gretchenfrage bei vielen, reicht uns denn ein bisschen modifizierter Binnenmarkt und damit ist es gut? Oder wollen wir uns tatsächlich auch inhaltlich als Gesellschaft, als europäische Gesellschaft weiterentwickeln? Da sind die drei Punkte, die Frau Esch genannt hat, mit Sicherheit wichtig. Für mich gehört ein vierter mindestens gleichwertig, für mich persönlich sogar noch weiter vorne dazu. Das ist der soziale Ausgleich, der Ausgleich der Lebensverhältnisse, das soziale Europa. Das wird auch Schwerpunkt der portugiesischen Ratspräsidentschaft. Das Eckpunktepapier ist ja da und da bin ich sehr froh drum. Also da haben wir ja auch in unserer Ratspräsidentschaft einiges in die Wege geleitet, ob es die Jugendgarantie bei Saisonarbeitern, die Mindestlöhne, die Arbeitslosenrückversicherung oder auch Gender Pay Gap. Da ist was in Bewegung. Das müssen wir selbstverständlich parallel zu den harten Themen, die nach außen auch wirken, Sicherheit, Handel, Welthandel, aber auch New Green Deal, müssen wir selbstverständlich aus meiner Sicht mindestens gleichwertig, das widerspricht ja nicht den drei Themen, aber mindestens gleichwertig mit aufnehmen. Also ich glaube, was Miguel Berger gesagt hat, ist eine wirklich erfolgreiche Bilanz. Wenn ich mir nur überlege, dass es leider bei dem einen oder anderen Punkt einer wirklichen Krise Covid-19 bedurft hatte, um da richtig Treif drin zu bekommen. Also nehmen wir mal die Beschlüsse im April, als der ESM reformiert wurde und als das Schure-Programm aufgelegt wurde. Ein Paradigmenwechsel hin zu einer solidarischen Finanzierung in Europa. Der ein oder andere will es als Reizwort verstehen. Michael Link ist ja jetzt da, Gott sei Dank, ist ein bisschen genannt, dass man da auch Transferelemente drin hat, die ich immer sehr befürwortet habe, dass da Finanzierung
Finanzierungsmöglichkeiten da sind, die auch im Wirtschaftsteil des Aspen-Institutspapier drin sind, nämlich die Frage der Steuern oder der Eigenmittel neu aufdiskutiert werden kann, dann weiß ich, welche positiven Möglichkeiten wir vor uns haben. Die müssen wir nutzen. Und das Ganze hat dann dieses Ziel, sage ich mal, zum einen die Demokratie nach innen, die liberalen Gesellschaften nach innen zu stärken, weiterzuentwickeln, möglicherweise Extremismus und, sage ich mal, Nationalismus in überhöhter Form zurückzudrängen. Wir sind ja gemeinsam in Vielfalt unterwegs und von daher ist eine regionale Identität immer gut. Aber wenn sie sich politisch ins überhöhte Nationale geht, ist es schlecht. Also hier ist ein Riesenpotenzial da und da sehe ich quasi die Entwicklung im letzten halben Jahr unterm Strich durchaus sehr, sehr positiv und ich wünsche mir, und da ist die vollste Unterstützung, glaube ich, von den Demokraten aus der Bundesrepublik da, dass wir mit den Portugiesen diesen Weg weitergehen können. Vielen Dank bis hierhin. Auf meiner Leiste ist Herr Link von der FDP, deren europapolitischer Sprecher am Bundestag noch nicht da. Insofern. Doch, wer ist da? Ich sehe ihn. Okay, gut, dann rufe ich ihn hiermit auf. Ich kann ihn bei mir leider nicht sehen, aber ich wollte auch auf alle Fälle jetzt sozusagen die geballte Ladung Opposition in unser Geschehen hier reinbekommen. Und dann finde ich, sollte Michael Link den Anfang machen. Und dann gehen wir über zu Sergej Lagodetzky. Darf ich vielleicht wird Sie mich gar nicht sehen. Jetzt sehe ich Sie. Jetzt sind Sie da. Okay, ich möchte jetzt aber nicht als der Letzte kommt, sozusagen als Erster gleich reden. Das ist. Sie sind nicht der Erste. Wir haben schon die geballte Regierungsverantwortung hier gehört, die alle relativ positiv über das, wo wir heute hier und jetzt mit der EU sind, geredet haben, bei bestehenden Aufgaben. Aber es war ein bisschen viel Wein dabei. Sie sind jetzt fürs Wasser zuständig. Okay, zunächst einmal mea culpa, dass ich zu spät bin, liegt nicht ganz an mir, aber auch an mir. Ich musste schlicht und einfach nach dem Europaausschuss gerade schnell nochmal ins Plenum und was erledigen. Die Kollegen kennen das. Ich freue mich sehr, dass Aspen heute eingeladen hat und ich versuche das jetzt durch inhaltliche Prägnanz wieder zeitlich wettzumachen, was sich vorher verzögert hatte, weil ich nicht da war. Hoffe jedenfalls, dass es zu keinen Problemen geführt hat. Danke für die Runde. In der Tat ist es uns ganz wichtig, wie wir am besten mehr europäische Integration erreichen. Da gibt es in der Tat ja durchaus unterschiedliche Wege. Und wir haben teilweise auch, Kollege Petri hat es gerade angesprochen, auch bei der Haushalts- und Finanzpolitik auch unterschiedliche Vorstellungen, wie wir die Integration nachhaltiger gestalten. Die einen möchten schneller zu neuen Eigenmitteln und Steuern übergehen. Wir sagen, sowas kann man erst darüber nachdenken, wenn wir einen europäischen Bundesstaat haben, wenn die Staatlichkeit da ist. Um mit Ralf Dahrendorf zu sprechen. Er sagte immer, die politische Union muss eigentlich vor der Währungsunion kommen. Aber darum kann man lange streiten. Was ich jetzt sagen möchte, ist lieber, uns kommt es darauf an, dass wir versuchen, und niemand beschuldigt die Bundesregierung, dass die Lage schwierig war, dass wir versuchen, das, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, Rechtsstaatsmechanismus, MFR, dass wir das versuchen, so aufs Gleis zu setzen, dass am Ende nicht ein Rohrkrepierer draus wird. Denn meine große Sorge ist, und da kommt dann das Wasser in den Wein, meine große Sorge ist, dass aus dem verständlichen Druck, den auch die Kanzlerin spürte, jetzt einen Deal zu bekommen, zu Ende ihrer Ratspräsidentschaft, dass da nicht hoffentlich vielleicht gerade beim Rechtsstaatsmechanismus oder bei der Konditionalität, wie es jetzt so schön heißt, ein bisschen des Guten zu viel gemacht wurde, also ein bisschen zu viel Kompromiss gemacht wurde. Das ist ein Punkt, an dem jetzt insbesondere die Kollegen im Europäischen Parlament arbeiten müssen und wir als Bundestag, nämlich, was will ich damit sagen, dass das, was jetzt beschlossen wurde, dieser Rechtsstaatsmechanismus, ich bleibe beim alten Wort, weil so ist er noch bekannt, dass der auch wirklich sofort von der Kommission 1:1 angewandt wird und nicht wir in diese Falle gehen, was der Europäische Rat ja versucht hat, dass die Kommission sozusagen sich mehr oder weniger bereit erklärt, dass die Anwendung später zu machen, wenn zum Beispiel der EuGH geurteilt hat, wenn diese Guidelines entwickelt worden sind, wie die Konditionalität angewendet werden soll. Ich will es nicht zu technisch machen, aber hier liegt der Hase im Pfeffer. Wir von unserer Seite als FDP unterstützen die Bemühung des EP massiv, die Kommission dazu zu bringen, sofort das umzusetzen. Wie gesagt, hier wäre, wenn ich etwas kritisiere an der deutschen Ratspräsidentschaft, dann, dass sie vielleicht auf den letzten Metern aus dem verständlichen Wunsch heraus
am Schluss noch etwas abzuschließen, vielleicht zu weit und zu schnell gegangen ist. Wir hätten uns durchaus vorstellen können, dass man die Droh- und Druckkulisse gegenüber Polen und Ungarn noch weiter erhöht hätte, dass man noch stärker gepokert hätte. Das ist zumindest etwas, über was man jetzt sprechen muss. Das ist jetzt aber geschehen. Jetzt kommt es noch an den Mechanismus zu retten. Ich will nur ein Beispiel nehmen. Wir haben bald das ungarische neue Wahlgesetz. Wenn das neue Wahlgesetz sozusagen jetzt so durchlaufen kann, wie Viktor Orban es plant, dann ist seine Wiederwahl gesichert. Und wir könnten vielleicht nichts dagegen machen, weil der neue Mechanismus eben nur den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft betrifft. Schade aber ist, dass die deutsche Präsidentschaft im Bereich gemeinsames europäisches Asylsystem nichts hingekriegt hat. Das werfen wir ihr nicht vor. Wir wissen, wie schwierig das ist. Und wir wissen als Opposition auch, dass man keine Fundamentalopposition macht beim Thema Europa, weil wir ja im Ziel einig sind. Und keiner ist zu beneiden, wenn er in dieser Situation in der Präsidentschaft ist. Aber wir hätten uns schon gewünscht, dass bei anderen Dingen Deutschland ein bisschen mit gutem Beispiel vorangegangen wäre. Zum Beispiel bei der Ratifizierung von CETA, das hätte man längst machen können, denn das können wir innerstaatlich machen. Also ein paar Akzente fehlen uns auch. Und vor allem, wenn ich damit schließen darf, was uns wirklich fehlt, ist mehr Enthusiasmus der Bundesregierung bei der Vollendung des Binnenmarktes. Die Kommission ist da mutig vorangegangen, jetzt mit Vestager-Vorschlägen zur Digitalisierung. Wir hoffen, dass die Bundesregierung das nicht verwässert. Das ist ein mutiger Vorschlag. Und da möchten wir mehr sehen. Der Binnenmarkt ist die Kernstärke der EU. Der Rechtsstaat ist nicht minder wichtig. Beides gehört zusammen, aber an beidem muss man arbeiten. Und wir haben das Gefühl, dass der Binnenmarkt ein bisschen vernachlässigt wird. Soweit vielleicht ganz kurz stichwortartig. Und ich hoffe, das war auch genügend Wasser in den Wein. Ja, haben wir schon etwas verbessert jetzt, den Wein. Wird wahrscheinlich in der Diskussion noch ein bisschen mehr passieren. Sergej Lagodinsky. Eins, glaube ich, kann man festhalten, nie war die EU grüner, als sie jetzt ist. Aber sie ist, unterstelle ich jetzt einfach mal, Ihnen als Grüne noch nicht grün genug. Wir erkennen das ja an, ja, dass es da wirklich viele Fortschritte gibt. Und es ist in der Tat so, dass als grüner Abgeordneter, und ich bin ja neu gewählt worden, da wundert man sich, wo man gelandet ist. Alle sprechen von Themen, von denen früher die Grünen gesprochen haben. Und das ist natürlich auch ein erstmal gutes und spannendes Gefühl. Aber erstens ist Europa nicht nur Green Deal. Es gibt viele Themen, über die wir reden müssen. Und zweitens, Green Deal sind auch nicht nur Reden von Frau von der Leyen. Und auch, muss man sagen, auch nicht nur die positiven Signale, die wir auch bei MFR-Verhandlungen dann am Ende in diesem Bereich auch bekommen haben, sondern auch andere Themen, zum Beispiel Agrar- und Landwirtschaft. Und wir haben schon vergessen, was für ein Desaster wir erlebt haben unter dieser Ratspräsidentschaft, ja, noch vor ein paar Wochen, Monaten. Ja. Wenn wir auch darüber und ohne die Umstellung der Agrar, also des Wirtschaftens im Agrarbereich, werden wir die Ziele und auch Biodiversitätsziele nicht erreichen. Das ist ganz klar. Wir können auf das Papier schreiben, was wir wollen. Wir haben hier strukturell ein ganz großes Problem uns eingebrockt und da hat die Ratspräsidentschaft sozusagen, das war unter dieser Ratspräsidentschaft. Andere Themen, die uns in der Zukunft beschäftigen werden. Die Zukunftsthemen sind Migrationspolitik, das ist eben Umbau des Agrarwirtschaftens, das ist das Digitale, das ist auch die außenpolitische Handlungsfähigkeit und das ist Demokratie. Und wenn ich auf diese Themen schaue und wenn wir ehrlich sind, dann kommt schon ziemlich viel Wasser und nicht nur Wein ins Spiel. Migrationspolitik, die Vorschläge, die wir auf den Tisch bekommen haben, werden in Nirvana verschwinden. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat da was vorgelegt, beziehungsweise wir haben das was erlebt, was nicht, es hat null Fortschritte in diesem Bereich gegeben während der Ratspräsidentschaft. Über das Agrar habe ich gesprochen. Wenn wir über außenpolitische Handlungsfähigkeit sprechen, und da werden wir vielleicht noch mal eine Runde machen zu diesem Thema gesondert, aber schauen wir auf die Situation, wo die EU eigentlich hätte handeln sollen. Nagorno-Karabach, Ostmittelmeer, Libyen, Syrien, Belarus mit Abstrichen, ja?
nirgendwo in diesen Geschichten, in diesen Regionen, in diesen Konflikten ist die EU erfolgreich tätig geworden. Und nirgendwo haben wir gesehen, dass hier visionär und strukturell gehandelt wurde. Und das ist vielleicht das größte Problem, was ich sehe. Über Demokratie müssen wir jetzt nicht reden. Herr Link hat das Nötigste gesagt. Und der verwässerte Vorschlag, wir reden ja hier über einen verwässerten Vorschlag, den wir auch retten mussten, ja, mit aller Kraft. Und wenn das Parlament da nicht eingesprungen wäre, dann wäre wahrscheinlich mit dieser Kompromissbedürftigkeit, ja, und Kompromisswunsch und Obsession auch von Frau Merkel, wären wir ganz woanders gelandet mit dem Vorschlag. Aber an Visionen und an strukturellen Vorschlägen haben wir leider bei dieser Ratspräsidentschaft nicht viel gesehen. Das war viel Managen, das war viel versuchen zu verhandeln, zu helfen, aber es war sehr wenig darüber, was für eine EU wollen wir sein und welche Grundlage können wir jetzt als deutsche Ratspräsidentschaft dafür legen. Ich würde mal einfach unterstellen, dass alle, die wir hier miteinander reden, wahrscheinlich auch die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer, uns einig sind, dass von den Möglichkeiten, wie sich das in den verschiedenen Themenfeldern entwickeln könnte, uns immer die Vision von Espen, wie es vorgestellt wurde, am besten gefällt. Wahrscheinlich wollen wir alle, die wir hier miteinander reden, genau dahin. Die Frage ist nur, und die geht dann an die Runde, nicht mehr nur an Sie, Herr Labadinski. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und überall in den verschiedenen Szenarien wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es um die Kohärenz geht, wenn wir wirklich durchschlagend uns weiterentwickeln wollen, an Einfluss gewinnen wollen, an Stärke gewinnen wollen. Und die Kohärenz scheint aber, was sich auch wieder in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben, hat das größte Problem zu sein. Also wie schaffen wir mehr Einheit, mehr Einheitlichkeit, mehr Zusammenhalt mit mehr Druck, Stichwort Sanktionen, mit mehr Zuckerbrot, Stichwort noch mehr mit dem Geld agieren. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Also wie können wir uns in diese Richtung bewegen, denn das geht ja alle Themenfelder an. Vielleicht fängt Herr Ulrich wieder an. Wenn es geht, relativ kurze Antworten jetzt bitte, damit wir noch ein bisschen mehr Punkte ansprechen können. Mikro für Herrn Ulrich, bitte. Jetzt hören wir ihn auch. So, Verzeihung, ich möchte auf einen ziemlich kritischen Punkt hinweisen, der geeignet ist, eine große Debatte loszutreten. In dem Szenario Sicherheit steht in diesem Best-Case-Fall das Szenario eines französischen Nuklearschirms über Europa. Das ist natürlich mit Verlaub die kritischste Frage, weil es zwei grundlegende Dinge in Frage stellt. Nämlich zunächst einmal die Frage der transatlantischen Sicherheitspartnerschaft, insbesondere auch die nukleare Garantie der Vereinigten Staaten und damit auch der NATO für die Bundesrepublik Deutschland selbst, aber auch für Europa. Der französische Präsident hat etwa vor einem Monat ein bemerkenswertes Interview gegeben, in welchem er auch unserer Verteidigungsministerin bei der Frage vehement versprochen hat. Ich möchte aber auch zu bedenken geben, dass mir im Augenblick die Vorstellungskraft fehlt, wie ein französischer Nuklearschirm, der natürlich mit dem der Vereinigten Staaten nicht vergleichbar ist, tatsächlich für die europäische Sicherheit garantieren könne, vor allen Dingen, wenn es dann auch bei einem französischen Nuklearschirm bliebe. Ich meine, dass die transatlantische Partnerschaft, insbesondere in Bezug auch auf die atomare Garantie, bleiben muss, sodass wir bei dieser Frage ganz klar sehen müssen, was kann Europa wirklich leisten, wie weit kann Europa gehen und wie sehr müssen wir uns aber auch bei dieser Frage konzentrieren auf die transatlantische Partnerschaft. Herr Ulrich, noch mal ganz kurz nachgehakt, ein ganz wichtiger Punkt, das steht ja auch in dem Papier, dass idealtypisch der französische Sitz im Weltsicherheitsrat aufgehen würde in einen europäischen Sitz. Ob das realitätstauglich ist, ist eine andere Frage. Aber ich würde schon gerne zu dem Punkt mehr von Ihnen allen dann auch hören,
inwieweit wir diese Einheitlichkeit, diese Gemeinsamkeit, diese Kohärenz der verschiedensten Meinungen und Befindlichkeiten eher durch Druck erzeugen, also Peitsche, Sanktionen ist das Stichwort, oder durch Zuckerbrot, das heißt die finanziellen Möglichkeiten, die da sind, besser einzusetzen. Ist das nochmal eine Frage an mich? Ja, wenn Sie sie kurz beantworten, kriegen Sie nochmal das Wort. Sie haben bei einer Frage eben... Ja, mit einem Satz beantwortet. Ich glaube, dass letztlich die politische Weichenstellung in Richtung einer noch engeren Union mit einer weiteren Kompetenzübertragung nicht allein eine Frage der von finanziellen Ressourcen ist, sondern es muss auch von der inneren Überzeugung getragen sein, dass dieser Schritt notwendig ist, sodass aus meiner Sicht zunächst die Übereinkunft da sein muss, dass wir in einigen Politikfeldern noch weiter und enger kooperieren und dort auch gegebenenfalls Souveränität abgeben. Und dann muss die finanzielle Frage kommen, inwiefern wir das auch durch Mittel sicherstellen. Herr Link und dann gern auch Herr Lagodinsky anschließend. Wie kriegen wir mehr Einheitlichkeit, damit wir tatsächlich einen bewegender Faktor in dieser Welt, denn das sagt das Best-Case-Szenario, in allen Themenfeldern werden können. Mikro für Herrn Link, bitte. Jetzt müssen Sie mich hören? Mhm. Perfekt. Ja, also die Einheitlichkeit ist zunächst jetzt mal für mich kein Selbstzweck. Ich würde mehr sagen, wie kriegen wir gemeinsames Handeln? Und erstens, die Einigkeit, die brauchen wir dafür schon. Absolut, Einigkeit mag ich sehr viel lieber als Einheitlichkeit. Da kommt das liberale Herz durch. Aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Zunächst mal wäre es ja schön, wenn wir die Instrumente nutzen würden, die im Vertrag sind. Also die qualifizierte Mehrheit in der GASP, das könnten wir jetzt ja schon machen im Vertrag. Aber in anderen Bereichen werden wir Vertragsänderungen brauchen. Und deshalb wäre mein Weg, weil der Weg über den Versuch, das, was Sie gerade ja ansprachen, mit Druckmitteln oder mit Anreizen. Das haben wir ja gerade versucht beim EU-Haushalt, das zu verbinden mit dem Rechtsstaatsmechanismus, um im Bereich Rechtsstaat mehr Einigkeit zu erreichen. Das ist, wir werden sehen, aber ich fürchte, da stimme ich Herrn Lagodinsky auch zu, da gab es zu viel Kompromissverliebtheit in der ganzen Sache. Die nächste Chance, die nächste Haltestelle, die wir haben sozusagen, ist für mehr Einigkeit, ist, wie gesagt, erstens Nutzen dessen, was im Vertrag ist. Da sehe ich eine Chance, ein Zeitfenster nach der deutschen und französischen Wahl. Dieses Zeitfenster müssen wir dann aber auch nutzen, weil sonst kommt die nächste EU-Wahl zu nahe. Und wir müssen in diesem Zeitfenster nach der deutschen und der französischen Wahl, also praktisch ab Juni 2022, da spätestens da müssen wir ernst machen mit dem Punkt eines neuen Konvents. Ich würde mir wünschen, dass die Zukunftskonferenz, dass sie, die ja leider noch immer noch nicht begonnen hat und wo ich mir auch durchaus mehr Anstrengungen hätte wünschen können, auch für die deutsche Präsidentschaft, das hinzukriegen, dass wir in dieser Konferenz am Ende gemeinsames Verständnis haben, dass wir unsere Verträge in manchen Bereichen verändern müssen, erleichtern müssen, die Verfahren erleichtern müssen. Denn sonst werden wir nicht zu dieser Mehreinigkeit kommen, sonst werden wir in unserer Art, wie wir entscheiden, so langsam, dass wir die von Ihnen gewünschten Szenarien, die unterschreibe ich. Ich finde dieses Szenario zum Beispiel gerade im Bereich Szenario between Protectionism and the Rule of a Global Norm Setter, was Espen hier schreibt, das ist wunderbar. Wir werden das aber nur erreichen, vor allem das Szenario Mission Possible, was ja dann das Wunschszenario ist, werden wir nur erreichen, wenn die Entscheidungsmechanismen leichter werden und wenn wir bereit sind, nach außen hin wirklich geeinter aufzutreten. Das wird aber nur gehen, wenn wir zum Beispiel die Entscheidungsmechanismen vereinfachen, wenn wir die Kommission verkleinern, wenn wir, was ja jetzt eigentlich schon im Vertrag drin stünde, und wenn wir dazu kommen, dass der Europäische Auswärtige Dienst auch wirklich einen europäischen Außenminister sein darf, das werden wir nicht schaffen, wenn wir die Franzosen zwingen, ihren Sitz aufzugeben. Hier müssen wir kreativer sein. Ich würde mir wünschen, letzter Satz, dass wir sagen, lasst uns doch werben für einen deutschen Sitz, den Deutschland dann der EU zur Verfügung stellt und treuhänderisch wahrnimmt. Aber die Franzosen dazu zu bringen, ihren Sitz aufzugeben, das ist ein Non-Starter. Das wird nicht klappen. Herr Lagodinsky, hätten wir, wenn wir
auf die Art und Weise zusammenwachsen wollen. Herr Petri mochte das Wort Autonomie nicht. Strategische Autonomie hat der französische Präsident in den Raum gestellt. Aber wenn wir sicherheitspolitisch stärker zusammenwachsen wollen und ein wirklicher Player global werden sollen, müssen wir dann tatsächlich sagen, wir hätten noch 4 mehr Jahre Trump gebraucht, der uns durch seine Schlechthinigkeit, durch sein Agieren zwingt, zusammenzurücken gegen alle Widerstände an dem Eck? Die kommenden 4 Jahre unter Biden könnten in der Tat trügerisch sein, weil wir eben diese trügerische Ruhe und Entlastung, Selbstentlastung dann darin schöpfen würden. Aber ich glaube schon, dass es bei sehr vielen angekommen ist, dass wir nicht auf Dauer praktisch ja, unter dem Schirm, egal welcher Art Schirm, des amerikanischen Schutzes, der amerikanischen Handlungsfähigkeiten uns ausruhen können und dass wir etwas tun müssen, um das zu ändern. Und da fand ich die Vorschläge ganz spannend. Natürlich gibt es diesen gängigen Vorschlag über die Abschaffung der Einstimmigkeit, zumindest bei außenpolitischen Fragen, hoffentlich auch darüber hinaus, aber da muss man auch austarieren, also wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, weil Sie haben ja erst mal gefragt, wie kommen wir denn überhaupt zu dieser Veränderung, wenn wir alle für diese Veränderung brauchen. Ja? Und ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo die Dynamik in der Europäischen Union auch unter Mitgliedstaaten sich verändert hat. Während früher vis-à-vis diese strukturelle Veränderung, wir eine große Stimmenvielfalt hatten, ja, habe ich das Gefühl, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten mittlerweile verstanden hat, dass wir so nicht weitermachen können. Und dass jetzt eine andere Situation herrscht. Wir haben eben eine Mehrheit und so ein bisschen Mainstream bei Fragen wie zum Beispiel Einstimmigkeit. Die Kommission spricht ja auch gelegentlich davon. Und ein paar Spoiler, ja, sozusagen Entscheidungsspoiler. Ich will jetzt keinem die Legitimität dieses Widerstandes absprechen, aber es ist nun mal so. Und dann kommt es darauf an, aus meiner Sicht schon auch eine harte Linie fahren zu können. Und da hätte ich mir gewünscht, zum Beispiel bei MFR, also ich habe es mir nicht gewünscht, aber ich war einer derjenigen, der offen gesagt hat, wenn die Polen und die Ungarn oder die Regierungen dieser Länder besser gesagt nicht wollen, dann muss man halt ohne sie. Aber ist nicht auch tatsächlich, Herr Petri, vielleicht dazu, die Frage der finanziellen Solidarität, ich sage es mal ganz hübsch, ich sage jetzt nicht mehr Zuckerbrot mit Finanzen winken, der finanziellen Solidarität eine ganz, ganz wichtige. Gerade bei den Klimazielen ist es doch so, dass letztendlich der geöffnete Geldbeutel Wunder bewirkt hat, was einen Ausstieg angeht, perspektivisch aus der Kohle, was die Erhöhung der Ziele für die CO2-Minderung angeht. Also irgendwie scheint es doch schon zu sein, auch letztendlich das Zustandekommen des Wiederaufbaufonds, dass in dem Moment, wo auch die Geberländer, nicht zuletzt Deutschland, bereit sind, finanzielle Solidarität anzubieten und zu leisten und auch zu akzeptieren, dass einige der Länder größere Schwierigkeiten mit bestimmten Maßnahmen, Gesetzen, Änderungen haben, dass man dann weiterkommt in Richtung dieser Einheit. Naja, es ist ja fast eine Binsenweisheit, dass man mit Bonus besser arbeiten kann wie mit Malus. Also wenn ich, nur in Deutschland bleibe und die Föderalismusreform 2 sehe, wo die Finanzströme neu geordnet wurden, da waren 16 Bundesländer plötzlich einer Meinung und haben einen einstimmigen Beschluss gefasst, so muss man es machen, weil der einstimmige Beschluss vorsah, dass der Bund alles zahlt. Also insoweit kriegt man das schon hin, wenn man das möchte, auch, glaube ich, in der Europäischen Union, wenn man quasi mit Bonus arbeitet. Aber ich bin mir sicher, an der einen oder anderen Stelle, Michael Link hat es eben ja auch schon gesagt, und Volker Ulrich auch, dass man an der einen oder anderen Stelle natürlich ein Sanktionsregime haben muss, wenn es einfach zu weit geht, wenn es tatsächlich an die Werte geht, an die Grundwerte geht,
Das Wahlrecht ist ja nur ein Beispiel genannt worden. Man könnte in Polen noch andere Rechtsgebiete dazu nennen, die sich gesellschaftspolitisch nicht verträglich sind mit dem, wie wir uns das entsprechend vorstellen. Deswegen sehe ich die EU ja nicht nur als reine Sicherheitsarchitektur, Wirtschaftsarchitektur oder wie wir in den New Green Deal kommen. Ich sehe da auch einen gesellschaftspolitischen Raum eben gleichwertig daneben. Also so stelle ich mir das eben vor. Bei der Sicherheitsarchitektur, das ist ja das erste Thema, was wir haben, bin ich, sage ich mal, einfach anderer Meinung, wie das Best-Case-Szenario, das von Frau Esch vorgestellt wurde. Ich sehe das natürlich, dass dies Mainstream ist und dass das auch von vielen als Lösungskompetenz angesehen wird. Aber vielleicht bin ich dann eben noch der letzte Träumer in der Politik, weil ich mir fest davon überzeugt bin, dass die Europäische Union auch die Speerspitze einer Abrüstungsspirale und nicht einer Aufrüstungsspirale sein kann. Dass die Europäische Union mit ihrer gesamten Kompetenz sich dafür einsetzen kann, dass es nach den SALT-Abkommen der 70er Jahre auch mal wieder ein richtiges Abrüstungsabkommen gibt. Diese Elemente werden gar nicht mehr ernsthaft diskutiert, auch in der europäischen Politik. Das fehlt mir. Ich bin natürlich Realist genug, dass man mit, sag ich mal, mit Romantik und in Anführungsstrichen diesen Gedanken nicht unbedingt immer die beste Lösungskompetenz in einem tagesaktuellen Fall hat. Aber nehmen wir doch jetzt nur mal die deutsche Ratspräsidentschaft. Wir haben es tatsächlich geschafft, sag ich mal, die Stabilisierung der Nachbarschaft, der östlichen Partnerschaft hinzubekommen. Wir haben trotz Schwierigkeiten Einigungen im Sanktionsregime bei Belarus und Russland hinbekommen, Nawalny, wenn es auch schwierig war. Zypern lässt grüßen. Wir haben, eine Eröffnung eines Zentrums für Krisenmanagement, strategische Partnerschaft mit Asien hinbekommen. Also es ist alles langsam. Es kann alles auch noch schneller gehen. Aber ich glaube, so klein sind wir nicht, wie das manchmal in der Diskussion da ist. Und wenn wir uns klein machen in der Diskussion, um anschließend messerscharf den Schluss zu ziehen, dass das Best-Case-Szenario Boots on the Ground ist, da bin ich politisch einfach als Träumer nicht mehr dabei. Ich habe da eine andere Vorstellung. Tut mir leid. Ich möchte mal das Thema Zukunftskonferenzen aufgreifen, weil das ist ja auch immer durchaus sehr, sehr gefährlich, wenn man Hoffnungen und Erwartungen weckt bei Menschen. Und da würde ich dann gerne nochmal zu Herrn Link gehen mit dieser Frage. Bei Menschen, bei Bürgerinnen und Bürgern, dass man etwas verändert, etwas bewirken kann über solche Foren. Die Idee ist ja, dass alles, was da diskutiert wird, zu Ergebnissen führen soll und dass diese Ergebnisse tatsächlich auch gesetzesrelevant, ja systemrelevant sein sollen, also einfließen sollen auch in mögliche Vertragsveränderungen. Wie realistisch ist das, dass tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger ganz ehrlich und echt das Wort mitbekommen und man es ihnen nicht nur mit vermeintlicher Bürgernähe und wir hören euch doch vorgaukelt und dann am Ende noch mehr enttäuscht von dieser Europäischen Union als manch einer sich ist. Ja, Frau Riedl, da sprechen Sie in der Tat einen wichtigen Punkt an, weil ganz viele Leute werden dann hinterher sagen, okay, aha, Bürgerdialog und was wird jetzt eigentlich daraus? Ich will mal ein anderes Beispiel bringen. Macron hat durchaus, als er ja in einer Krisenzeit dieser jetzigen ersten Amtszeit reingeriet, vorletztes Jahr hat er dieses Instrument sehr erfolgreich eingesetzt. Und ich glaube, man hat daran gesehen, auch wenn nicht alles ihm geglückt ist, er hat doch durchaus in vielen Bereichen neuen Schwung nochmal geschafft, ein bisschen aus der Defensive zu kommen, weil er das wirklich Land auf Land ab sehr intensiv genutzt hat. Nicht nur er selbst, sondern eben auch seine Partei und andere. Also ich glaube, wir müssen es einfach versuchen. Es ist kein Heilmittel, diese Bürgerdialoge. Und wir werden sicherlich Versuch und Irrtum haben dabei. Aber es ist den Versuch wert. Wir müssen, wenn wir merken, das wird zur reinen Farce und die Leute fühlen sich nicht ernst genommen, dann muss man nachbessern. Aber dass wir das als Instrument nutzen müssen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn wir versuchen wollen, auch das Narrativ zu durchbrechen, was ja leider die AfD sehr stark bringt. Ich meine, bringen wir es mal auf den Punkt. Wir haben die Situation, dass von der AfD das Feindbild Europa gebracht wird. Ja, da wird dann gleichgesetzt mit der Sowjetunion und da wird dann Brüssel für alles verantwortlich gemacht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das wirklich in die Städte geht, in die Schulen geht,
Die politischen Stiftungen können da eine wichtige Rolle übrigens auch spielen, dass wir das versuchen. Ob das dann hinterher dann in Gesetzestexte einfließt, nein, das würde ich nicht sagen. Aber die Stimmungen, und die sind, da bin ich überzeugt, wenn man mit den Leuten redet und es ihnen erklärt, weit proeuropäischer, als es uns manche glauben machen wollen, weil sie eben Europa leben wollen. Und sie haben es jetzt bei Corona gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir so etwas haben wie offene Grenzen. Wenn wir das nicht nutzen, jetzt diese Gelegenheit, dann werden wir die nötige Unterstützung für eine weitere europäische Integration verspielen. Also man muss es versuchen, man darf nicht zu viel versprechen. Das ist kein Gesetzgebungsverfahren, es ist ein Bürgerdialog. Deshalb dürfen das auch nicht nur Politiker machen und nicht nur Regierende. Deshalb muss es breiter angelegt sein. Aber es sollte münden. Und da wünsche ich mir mehr Mut, auch von den Kolleginnen und Kollegen teilweise in den Regierungsfraktionen. Das ist nicht als billige Kritik jetzt gemeint, aber ich wünsche mir wirklich, dass wir sagen, am Ende muss da auch die Möglichkeit stehen, dass wir zur Vertragsänderung, zu einem Konvent, zu einem Verfassungskonvent kommen. Das muss man offensiv angehen und nicht defensiv. Und zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik gerne nachher noch mal mehr. Kollege Petri hat mich gerade... So viel mehr haben wir gar nicht mehr. Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Wir wollen ja auch noch Zuschauerinnen und Zuschauer gleich mit reinnehmen. Ja. Aber ich möchte ganz gerne noch einmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, weil an den Mehrheiten steht und fällt alles. Alles, was wir verändern wollen, braucht Mehrheiten. Dieses Instrument der qualifizierten Mehrheit, also dass 65% der Bevölkerung und 15 Länder sich für etwas aussprechen müssen, gilt manchem als Allheilmittel. Das Problem dabei ist nur, dass wir an manchen Fällen gesehen haben, Stichwort Flüchtlingsfrage, dass man zwar gelegentlich mit qualifizierten Mehrheiten Beschlüsse fassen kann, die aber dann letztendlich nicht alle mitnehmen und die sich dann einfach passiv verweigern und das damit sozusagen ad absurdum führen, irgendwelche Beschlüsse. Müssen wir mehr mit dem Instrument arbeiten, Herr Labudinski, der Koalition von Willigen, also bei verschiedenen Themen, auch wenn es bei um Green Recovery geht, also noch eine stärkere Ökologisierung der Wirtschaft, schneller weg von der fossilen Wirtschaft. Wenn wir da nicht alle mitnehmen können, dann zu sagen, okay, dann machen wir es mit denen, die wollen und hoffen, dass es eine Sogkraft entwickelt und die anderen nachziehen. Ich finde, dass das gelegentlich, wenn es nicht anders geht, auch ein Weg ist, den auszuprobieren wäre. Ja? Und deswegen meinte ich auch im Bereich Rechtsstaatsmechanismus hätte ich mir auch vorstellen können, dass wir durch Enhanced Cooperation, wenn die zwei Länder nicht möchten, dann müssen sie nicht mitmachen. Und ich hätte mir, also ich bin immer noch unschlüssig, einerseits ist das natürlich ein Risiko, ja, für diese Einheit, was Sie ja auch hochhalten, Frau Riedl, weil das könnte auch dadurch erodieren, ja, also bei solchen Geschichten. Andererseits, wir können auch keinen zu ihrem seinem Glück zwingen. Und wenn die Staaten das Geld nicht gewollt hätten, hätten wir das halt ohne gemacht. Also ich finde, man soll nicht Enhanced Cooperation und Intergovernmental Agreements von vornherein ausschließen. Das soll als Option immer da sein, aber natürlich müssen wir versuchen, in erster Linie eben möglichst viele Staaten mitzunehmen. Das ist halt nur kein Wünsch dir was. Ja, da muss man schon auch etwas dazu beitragen. Und übrigens haben wir natürlich EuGH, wie in der Flüchtlingssituation, der dann bei solchen Mehrheiten und Nichtbefolgung der Entscheidungen dann eintreten kann und einschreiten kann. Ich möchte gleich noch einen Punkt diskutieren, aber ich möchte zwischendurch darauf hinweisen, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wer sich einschalten möchte nach dieser nächsten Runde mit einer Frage, der kann das entweder über die Frage- und Antwortfunktion machen oder aber er wird von mir aufgerufen sozusagen, wenn er sich teilnehmen möchte. Ich habe dann hier eine Liste von Zuschauern und dann erscheint ein nettes blaues Händchen und dann weiß ich, dass ich jemand fragen kann. Aber ich möchte noch einen kleinen Moment hier in unserer Runde bleiben. Was die Vision angeht von den Veränderungen, die es braucht für diese Union, und der vielleicht nochmal Herr Ulrich dazu,
Da geht es ja sehr weit in dem Papier von Aspen bis dahin, dass wir tatsächlich so eine Art europäische Regierung, eine sehr gestärkte Exekutive bekommen. Es soll sogar so etwas wie ein konstruktives Misstrauensvotum geben, dass also tatsächlich das EU-Parlament diese in Anführungsstrichen Regierung abwählen könnte. Es ist die Rede von einem Kommissar, einem Währungskommissar, der einen direkten Durchgriff haben sollte auf die nationalen Haushalte. All das erscheint doch angesichts der Widerstände gegen Vertiefung und Zusammenwachsen uns vielleicht als eine wunderbare beste Möglichkeit, aber total unrealistisch. Naja, in der Wahrnehmung ist die Europäische Union ja mittlerweile eine andere als in der Vertragstheorie. In der Debatte gehen wir davon aus, dass die Kommission die Regierung sei und das Europäische Parlament diese Regierung trägt. Aber die Wahrheit ist, dass der Träger des Souveräns immer noch die Mitgliedstaaten sind, die über den Europäischen Rat und letztlich als Mitgesetzgeber fungieren, während das Europäische Parlament im Wahlakt selbst, aber auch in der Frage der Kompetenzen ja noch kein vollumfängliches Parlament ist, leider, und die Kommission keine Regierung im eigentlichen Sinne, sondern regierungsähnliche Züge trägt, aber nach wie vor auch die Hüterin der Verträge ist. Und wenn wir uns das ansehen, dann wissen wir auch, in welche Richtung wir debattieren müssen. Zunächst einmal ist die Frage, die wir uns stellen müssen, inwieweit sind wir bereit, weitere Souveränität auch nach Europa abzugeben, und taugt dieses Muster der Gesetzgebung zwischen Parlament und Rat noch so, wie wir es jetzt haben? Brauchen wir eine stärkere parlamentarische Verantwortung auf der einen Seite? Wie sehr können wir Politikbereiche, die wir übrigens in Deutschland aus guten Gründen der unmittelbaren parlamentarischen Verantwortung entzogen haben, wie beispielsweise die Währungspolitik, auf der europäischen Ebene politisieren? Da wird es unterschiedliche Denkschulen geben, die es übrigens auch schon bei der Einführung des Euros gab, zwischen einer eher französisch orientierten Schule und der Deutschen, die sich damals durchgesetzt hat, mit der Bundesbank. Übrigens jetzt sind es gerade die Deutschen, die manche zumindest, die einen stärkeren Durchgriff auf die Europäische Zentralbank gerne hätten, wegen der Zinspolitik. Und da sage ich auch, es ist ganz gut, dass auch die Europäische Zentralbank hier unabhängig ist. Also um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass die Debatte schon sich auch um die Frage drehen muss, inwieweit wird Souveränität und Kompetenz in Europa neu verteilt und wie kann das funktionieren? Und das ist eine Frage der Bürgerinnen und Bürger, aber auch letztlich der politischen Führung. Die großen Vertragsänderungen der Vergangenheit, von der Einheitlichen Europäischen Akte über den Maastricht-Vertrag bis hin zur gemeinsamen Währung, dem Vertrag von Lissabon und dem Verfassungsvertrag, der gescheitert ist, war letztlich, das kam aus dem Parlament und auch aus den Regierungen. Und die Frage ist, haben wir in Europa insgesamt 27 die Kraft, das noch voranzubringen? Das wird eine schwierige Aufgabe werden. Da kann ich schon mal, und ich möchte das mit Herrn Link tun, eine Frage einbringen aus dem Publikum. Sie kommt von Silvana und Leander Hollweg. Es richtet sich mit Bezug auf das, was Herr Ulrich gerade gesagt hat, es geht um den Lissabon-Vertrag. Es geht um die Frage, ob wir nochmal einen neuen EU-Konvent brauchen, also diese Zukunftskonferenzen letztendlich in diese Richtung weiterentwickelt werden. Und dann gibt es noch eine sehr konkrete Frage, Herr Link. Ich lese sie kurz vor. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag für eine verstärkte europäische Integration? Das Urteil verwehrt zum Beispiel die Unterstellung deutscher Streitkräfte unter einen europäischen Einsatz. Und das haben wir in unserem Aspen-Szenario, Best-Case-Szenario, durchaus, dass wir zwar keine EU-Armee, aber europäische Soldaten on the ground haben wollen. Ja, danke für die Fragen. Also Verfassungskonvent, dass ich mir wünsche, dass wir dahin kommen. Das ist kein einfacher Weg dahin, der muss gut gewählt sein. Das habe ich ja schon gesagt, ganz klar, da sage ich ja. Und für mich ist die Zukunftskonferenz der richtige Weg dahin.
Und wir müssen ans richtige Zeitfenster denken. Deshalb diese Idee, das eben ganz konkret auf die Zeit nach den deutschen und vor allem nach den französischen Wahlen zu setzen. Volker Ulrich hat sehr, sehr schön die Balance nochmal dargestellt, ja, zwischen Kommission in ihrer Doppelrolle, teils sogar Dreifachrolle, wie wir dieses institutionelle Gleichgewicht machen wollen in Zukunft. Das ist eine der ganz großen Fragen. Aber die ist so kompliziert, wir können mit einfacheren Fragen anfangen. Auch kompliziert, super kompliziert ist die Frage der europäischen Streitkräfte sozusagen legitimiert durch einen Beschluss des Europäischen Parlaments. Das ist wahrscheinlich mit das Allerschwierigste. Da hat das Verfassungsgericht in der Tat eben darauf hingewiesen, dass da uns unser Grundgesetz enge Grenzen setzt. Aber was man sehr wohl machen kann, eben wenn man in diese Richtung will, dass wir eben zum Beispiel deshalb ist ja diese qualifizierte Mehrheit so wichtig in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, dass man wenigstens die politischen Entscheidungen erleichtert, auch wenn weiterhin die Frage des Bundeswehreinsatzes, was wir zum Beispiel an europäische Kontingente stellen oder an NATO-Kontingente, dass das auch weiterhin natürlich da der Bundestag eine Rolle spielen muss. Das wird sich auch mit dem heutigen Grundgesetz aus meiner Sicht nicht auflösen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ganz deutlich auch gesagt, das Grundgesetz hat einen in der Präambel enthaltenen Integrationsbefehl, ja. Das Grundgesetz ist europarechtsfreundlich, es ist integrationsfreundlich. Und Voskuhle hat mal das schöne Wort benutzt, das Grundgesetz hat das Bild einer offenen, nach Europa hin offenen Staatlichkeit. Es steht also das Grundgesetz nicht im Wege, auf dem Weg hin zu einem europäischen Bundesstaat, aber man muss ihn eben schrittweise gehen und nicht sozusagen mit Wegen, die stocken. Deshalb sind wir zum Beispiel eben sehr vorsichtig, der EU, bevor sie eine eigene Staatlichkeit hat, eben auch Verschuldungsmöglichkeiten zu geben. Das hat sie erst, wenn sie eine Staatlichkeit hat. Und ein Staatswesen definiert sich auch nicht über Schulden. Im Gegenteil, man sollte bei Schulden sehr zurückhaltend sein. Ist denn, Herr Petri, wenn Sie darauf reagieren möchten und noch die Frage mitnehmen wollen, dieser Schritt, dass für den Recovery Fund, also den Wiederaufbau, Corona-Wiederaufbaufonds, jetzt zum ersten Mal die EU-Kommission das Recht bekommt, eigene Anleihen auszugeben. Ist das ein Schritt in diese Richtung für Staatlichkeit? Das kann es werden. Wir haben ja die Einmaligkeit, darauf hat die Union, Herr Ulrich wird es ja bestätigen können, als Grundlage des Beschlusses und der Zustimmung gemacht. Natürlich muss man generell überlegen, wenn man, sage ich mal, vom Staatenbund zum Bundesstaat will, um es mal etwas allgemeiner zu sagen, wenn man vielleicht das Grundgesetz, Herr Link hat es gesagt, da steht in der Präambel ja drin, dass wir gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa sein möchten. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, als das die Parlamentarier damals reingeschrieben haben. Dann ist natürlich die Frage, in einem Politikbereich, nämlich bei den Finanzen, die Verwirklichung der Fiskalunion eine sehr bedeutende Frage. Und zur Verwirklichung der Fiskalunion gehört dann am Ende auch die entsprechenden Instrumentarien anwenden zu können. Und wenn die Landeshauptstadt meines Bundeslandes Saarbrücken am Anleihemarkt sich finanzieren darf, mein verschuldetes Saarland es auch tun darf, die Bundesrepublik und alle europäischen Länder es tun, dann ist es natürlich nur schwer zu erklären, wenn man auf dem Weg zur Fiskalunion sagt, aber die Europäische Union darf dies nicht. Der Kampfbegriff ist Schuldenunion, das wissen wir, das ist klar. Es ist auch richtig, dass es nicht eine ungedeckte Verschuldung führen kann. Das heißt, der Einnahmebereich und der Refinanzierungsbereich ist absolut genauso gleichwertig zu sehen, wie die Möglichkeit überhaupt mit Anleihen oder Bonds, wie man es nennen will, Geld aufzunehmen. Das heißt, die spannende Frage der Eigenmittel, die wir jetzt haben, die ist natürlich zu beantworten. Das ist ja im Papier von Espen auch drin. Europäische Steuern, gefällt mir sehr gut. Wir müssen überlegen, ob wir mit nationalen Steuern internationale wirtschaftliche Tätigkeit richtig besteuern können, ob das funktioniert. Da haben wir seit Jahren unsere Probleme. Wir beschweren uns über die Amazons und Googles dieser Welt, aber wir sind nicht bereit, diese Ebene dann zu verlassen. Das heißt, können wir dort was tun? Das gehört mir im Paket dazu. Also insoweit ist das für mich auch eine Diskussion, die wir perspektivisch bei der Weiterentwicklung nicht als solitär im Recovery-Programm führen müssen.
Ich möchte nochmal unsere Zuschauerinnen ermuntern, sich im Zweifel bei uns über die F&A-Funktion einzuschalten, wenn es noch eine weitere Frage gibt. Aber ich möchte gerne das skeptische Gesicht von Herrn Ling weitergeben an Sergej Lagodinsky an dem Punkt. Es gibt natürlich diejenigen, die sagen, dass diese Möglichkeit, Geld aufzunehmen, ein Einstieg in eine gemeinsame Verschuldung ist. Und nimmt man das Espen-Papier ernst, muss es letztendlich sogar in diese Richtung gehen, wenn man mehr fiskalen Solidarität möchte, wenn man eine größere Steuerkonkurrenz haben möchte, dass man das eben nicht jeden für sich alleine machen lässt. Also da, ich verstehe die Skepsis, weil ich die Position kenne, aber unsere Position ist da auch an dieser Stelle klar. Ich glaube, und das haben wir ja mit dem neuesten Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen, wir brauchen eine politische Antwort und politische Weiterentwicklung der Europäischen Union in diesem Bereich. Dann würden wir nicht zu solchen Urteilen kommen, wo wir dann stehen und sagen, ja, was nun? Ja, ist jetzt EuGH im Bereich EZB sozusagen die letztendliche Instanz ist oder nicht? Also aus meiner Sicht und aus unserer Sicht ist aus diesem Urteil genau das zu folgern. Nämlich, es ist nicht die Verfehlung des Bundesverfassungsgerichts. Wir sind nicht da, um Bundesverfassungsgericht zu kritisieren. Ich gehöre zumindest nicht zu denjenigen, sondern das ist die Verfehlung von uns, von Politik, der politischen Klasse sozusagen, dass wir eben zu früh aufgehört haben und dass wir weitergehen müssen im Bereich der finanziellen, finanziellen Entwicklung dieser Instrumente und einer Vertiefung an dieser Stelle. Ich verstehe, jetzt gucken Sie, Frau Riedel, ganz skeptisch. Ich weiß nicht, ob wegen meiner überzogenen Zeit oder wegen der Inhalte, aber ich verstehe, der Weg dahin wird schwierig sein. Ja? Aber irgendwann müssen wir uns entscheiden, was ist das, womit wir jetzt hier zu tun haben. Und auf einem halben Wege können wir nicht stehen bleiben, weil dann kommen solche Urteile immer wieder und immer wieder. Ich bin aber einfach absolut glücklich über die Entscheidung und da bin ich mit Herrn Link nicht einverstanden über die Entscheidung im Sommer. Denn das war natürlich auch ein ganz großer Schritt nach vorne. Das war eine revolutionäre, aber auch eine richtige Entscheidung, gerade in dieser Situation. Sie meinen den Corona-Hilfsfonds, wo die Recovery-Fonds mit einer sozusagen de facto Schulden. Ja. Da haben ja auch viele gesagt, Herr Petri, dass das tatsächlich nur zustande gekommen ist, weil da die Deutschen vielleicht zum ersten Mal überhaupt, das werden Sie bald von sich weisen, aber zumindest auf diese deutliche Art und Weise das geleistet haben, was so viele fordern, nämlich eine Form der Finanzsolidarität mit den Schwächeren, derer es bedürfen wird, damit wir all das, was wir hier vielleicht als Best-Case-Szenario erreichen wollen, das Zusammenrücken, die größere Einigkeit an vielen Ecken und Enden wirklich erreichen können. Ob es das erste Mal, also es ist ja ein Prozess, der Druck war natürlich hoch im Kessel oder ist hoch im Kessel wegen Corona. Das ist ja das Bedauerliche, dass man das immer irgendwie im Hintergrund hat, dass die ganzen Diskussionen einen Drive bekommen haben aufgrund dramatischer Ereignisse. Wenn ich mal die letzten Jahre, Jahrzehnte betrachte, glaube ich schon, dass der Prozess immer in die Richtung ging. Die Verträge geben es her, immer mehr geben es her. Die Anwendung ist manchmal nicht so deutlich. Ich glaube, dass man über den Vertrag von Lissabon deutlich mehr machen könnte, als heute gemacht wird. Es wird sich oft hinter dem Europäischen Rat verschanzt mit Politikfragen, die auch in den Einzelräten zu lösen wären, vertraglich gesehen auch mit Mehrheiten. Natürlich, Herr Lagodinsky hat es genannt, muss man natürlich die Einstimmigkeit nicht immer verteufeln, denn man muss ja auch alle mitnehmen. Nur das Spannungsfeld ist, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, klappt das alles noch oder wird man handlungsunfähig? Aber vom Prinzip her ist es doch klar, die Europäische Union lebt in der Überzeugung. Also insoweit ist die Weiterentwicklung im Fiskalbereich nicht ganz neu, aber jetzt eben durchsetzungsfähig gewesen aufgrund eines krisenhaften Hintergrundes. Ich wünsche mir, dass auch im ersten Quartal unter der portugiesischen Ratspräsidentschaft
Ratspräsidentschaft die notwendigen Beschlüsse zur Ausgestattung, Gestaltung der Eigenmittel gefasst werden können. Und das Europäische Parlament tut mir in dem Moment ein bisschen leid, was jetzt eigentlich alles so in Kürze unter dem Druck der zeitlichen Vorgaben auf Sie zukommt oder im Moment auch läuft. Das ist demokratiepolitisch gesehen suboptimal, weil man als Parlamentarier dann am Ende da sitzt und weiß, wenn man nicht zustimmt, könnte die Welt untergehen. Stimmt man aber zu, ist möglicherweise ein Fallstrick drin, wo man hinterher gesagt kriegt, dem habt ihr aber zugestimmt. Also in dem Spannungsfeld sind wir. Ich hoffe, dass es kein Solitär war und dass es eine für mich empfundene lange Entwicklung ist, die in der Richtung auch weitergehen kann. Valeska Esch, Frage an Sie, wenn Sie keine E-Mail von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen haben, die ich jetzt hier nicht sehen kann, habe ich jetzt ein Kopfschütteln, kann ich bei Ihnen sehen, dann habe ich keine weiteren Fragen. Dann würde ich noch eine letzte gerne loswerden und vielleicht von jedem nochmal sozusagen als Abrundung, als den Knoten an unsere Diskussion hintendran beantwortet wollen, wissen. Wenn wir das alles erreichen wollen, also die grünere, innovativere, sicherere, digitalere, außenpolitisch einflussreichere EU und das mit diesen Best-Case-Szenarios erreichen wollen, gehen Sie davon aus, dass wir uns mit 27 in die Richtung bewegen? 28. haben wir schon verloren. Aber glauben Sie, diese EU wird es in dieser Größe so leisten können oder müssen wir, wenn wir in diese Richtung konsequent gehen wollen, auch ertragen können, dass wir vielleicht den einen oder den anderen auf der Strecke verlieren? Vielleicht machen wir es nochmal wie am Anfang. Herr Ulrich, wenn Sie anfangen mögen. Ich hoffe ja, dass die Europäische Union in den nächsten Jahren noch anwächst, weil wir Beitrittsversprechen auch an die Staaten des Westbalkans ausgereicht haben. Wir können nicht seit 30 Jahren die Hand ausstrecken und dann wegen unserer eigenen Probleme sagen, die Tür zur Europäischen Union ist zugeschlossen. Deswegen meine ich, dass die Europäische Union auch mit mehr Mitgliedern noch handlungsfähig sein muss. Und das erhöht natürlich den Druck auf die Reform der Institutionen. Ich will aber auch anmerken, dass Europa und vor allen Dingen auch die Frage, was Europa ausmacht, gerade bei den Themen Sicherheitspolitik, übrigens auch Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, über die Europäische Union hinausgeht. Wir haben die Institution des Europarats mit einem klaren Regime für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Soll übrigens die Europäische Union jetzt dem Europarat oder der Menschenrechtskonvention beitreten? Das wäre ein wichtiges Signal. Da haben wir einen weiteren Rahmen. Wir haben auch in der im Sicherheitsbereich eine enge Partnerschaft nach wie vor mit Großbritannien zu pflegen. Man kann aus der EU austreten, aber nicht sich aus unserer Nachbarschaft wegbewegen und Europa geografisch verlassen. Auch dort werden wir eine enge Kooperation haben, auch im eigenen Interesse der Briten. Und zudem, meine ich, haben wir ja bereits jetzt innerhalb der Europäischen Union mehrere konzentrische Kreise. Die Europäische Währungsunion betrifft nicht alle Staaten im Bereich der Europäischen Staatsanwaltschaft und. Das heißt, ich meine, dass die große politische Kunst darin bestehen muss, diese unterschiedlichen konzentrischen Kreise enger zu verzahnen und zu verbinden und dennoch eine gemeinsame, stärkere Agenda zu haben für die Themen der Zeit. Das sagt sich immer ganz wunderbar. Dem wird Herr Petri auch sofort postwendend zustimmen. Die Frage ist nur, sehen Sie es auch so, dass das mit 27 oder eben vielleicht sogar 28, 29, 30, 31 geht? Also erweitern und vertiefen? Ja, das wird die Kunst sein. Da werden die europäischen Parlamentarier und die nationalen Parlamentarier stark dran arbeiten müssen. Vielleicht kriegen wir inhaltliche Unterstützung über die Konferenz zur Zukunft Europas. Wir kriegen inhaltliche Unterstützung durch Veranstaltungen wie heute und Papiere, wie das Espen-Institut vorgelegt hat. Das ist etwas, was hilft. In den Bereichen Wirtschaft und Green Deal sind so viele Ansätze drin, auch im Bereich von Sicherheit, wo ich vielleicht ein bisschen anders diskutiere. Das wird die Entwicklung zeigen. Wir werden dies auf Basis es wäre ja ein Treppenwitz, wenn wir in Europa weiße Flecke da lassen, wenn wir den Balkan außen vor lassen, wenn wir das mit der östlichen Partnerschaft einfach nicht ernst nehmen, wenn wir tatsächlich das Verhältnis zur USA nicht zur Basis unserer Zusammenarbeit machen können und dabei
glauben oder meinen, wir könnten auch kein Verhältnis mit Russland haben. Wir müssen doch dies alles zusammenbringen. Das wird die hohe Kunst der Politik sein. Dafür hat die Bevölkerung uns in die Parlamente geschickt, dass wir da ordentliche Arbeit leisten. Aber dass wir dieses Ziel definieren, es wäre ja wirklich eine Bankrotterklärung, wenn wir das jetzt so sagen würden, Leute, das war's, wir müssen uns wieder in eine andere Richtung entwickeln, wir können die anderen nicht dazu lassen, wir machen jetzt erstmal unser Ding. Nein, ich glaube, das geht, das wird nicht einfach, das wissen wir, aber jetzt mal, um die Kanzlerin zu zitieren, wir schaffen das. Das schaffen wir tiefer und weiter? Genau. Ja, also wir sind ja da schon ein bisschen vorangekommen. Die Erweiterung ist ja nichts mehr, was wie in früheren Fällen in großen Wellen, in großen Gruppen geschieht, sondern jetzt schon ist es ja so, dass jeder Fall einzeln behandelt wird. Und da haben wir die Verpflichtung in der Tat, Volker Ulrich, da stimme ich voll zu, die Tür auch offen zu lassen für Serbien, für Montenegro. Aber die müssen selber den Weg da durchschaffen. Es kann keine Aufnahme mehr mit Rabatt geben. Die Zeiten sind vorbei. Das ist ganz wichtig. Was wir machen sollten, ja, wir müssen versuchen, natürlich zu 27. voranzukommen. Wenn es aber nicht geht, dann müssen wir uns auch den Mut haben, zur verstärkten Zusammenarbeit, dass einige vorangehen. Das heißt ja nicht, dass die EU aufgelöst wird, aber einige vorangehen. Das kann man jetzt konzentrische Kreise nennen, das kann man Avantgarde-Prinzip. Europa nennen, ich erinnere mich, wir erinnern uns. Das ist Frau Riedl, völlig klar. Das kann man unterschiedlich nennen. Die Grundidee ist die gleiche. Wir haben die Regeln im Vertrag für alle 27, aber einige sollten vorangehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Bereich der europäischen Armee, also Zusammenlegung europäischer Streitkräfte in Teilbereichen oder in Bereichen zum Beispiel auch Migration und Asyl, gemeinsame Grenzschutz, einige vielleicht vorangehen, wenn nicht gleich alle mitmachen. Wir müssen sehen. Ich glaube, wir sollten dieses Instrument, wir sollten offen dafür sein, wenn Sie mir eins noch gestatten, Solidarität, da kommt wieder mein liberales Herz durch. Solidarität heißt nicht immer nur möglichst viel bezahlen. Es heißt auch, dass man dran denkt, dass wir nicht das schwächen, was eigentlich die EU stark gemacht hat und eigentlich die EU stark gemacht hat in der Welt. Weshalb wollen denn alle mit der EU Handel treiben? Das ist unser gemeinsamer Markt. Und das ist keine liberale Obsession, das ist die Realität. Die vergessen wir oft. Wir reden über alle möglichen Dinge, die alle wichtig sind. Aber wenn wir den Binnenmarkt nicht stärken, wenn wir ihn weiter aushöhlen, dann schwächen wir die EU massiv. Und wir müssen diesen Binnenmarkt unbedingt schützen und weiterentwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Solidarität. Und im Übrigen zahlt Deutschland seit dem ESM, seit dem EFSF, damals in der Staatsschuldenkrise, erheblich viel mehr. Und das tun wir auch, weil wir eine Solidarität verspüren. Aber man kann trefflich darüber streiten, wie man das am besten finanziert. Und weil wir natürlich ganz besonders stark vom Binnenmarkt profitieren. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Sergej Lagodinsky, Sie haben die Gnade oder die Pflicht oder die Verantwortung des letzten Wortes. Fürchten Sie, dass wir kleiner werden, dass wir den einen oder anderen verlieren, wenn wir Richtung der Visionen, die wir heute andiskutieren konnten, ja nur gehen? Müssen wir das dann aushalten können oder können wir es mit der EU der 27, 28, 29, 30 machen, unter der Maßgabe, dass man vielleicht bei verschiedenen Themen verstärkt zusammenarbeitet und bei anderen dann eben nicht? Also, dass wir variierende innere, sozusagen EU-interne Allianzen haben können, das habe ich ja schon gesagt, dass das eine Option wäre. Wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen. Welche verlieren auf halber Strecke? Ja, wir können nicht in die Zukunft schauen. Natürlich kann es passieren. Wir hätten vielleicht auch von der UK nicht noch vor 10 Jahren gesprochen, von Brexit. Aber ehrlich gesagt, ich frage mich, in der Situation, in der massivsten Krise unserer Generation, auch der vorherigen, in der wir stecken, wer als Anführer, Anführerin eines EU-Mitgliedstaat, es würde allen Ernstes darüber nachdenken, einen eigenen Weg zu gehen. Orban hat neulich was angedeutet. Ich bin gespannt, weil denn von EU-Mitteln ist nicht nur sein Land abhängig, sondern auch er persönlich und seine ganze Clique. Also ich würde uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind erstens wirtschaftlich, alle Mitgliedstaaten werden in einem Jahr Wirtschaft
absolut unter dem höchsten Druck stehen, den wir je erlebt hatten. Und wir werden einander brauchen. Zweitens, wir werden auch geostrategisch, und wir sind jetzt schon geostrategisch, unter absolutem Druck. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein verantwortungsvoller, halbwegs verantwortungsvoller Politiker, Politikerin in der EU einen Alleingang wagen möchte in der Situation, wo wir mithalten müssen mit China, mit Russland mehr oder weniger, zumindest mit der Aggressivität, die von daher kommt und so weiter und so fort. Wir sollen nicht nur immer sozusagen Nabelschau EU betrachten, sondern, und das ist ja das Schöne an dieser Studie, zooming out. Ja, wir sind mitten in einer Welt und diese Welt wird immer komplizierter und wir müssen mithalten und das können wir nur zusammen. Herr Lagodinsky, Sie sind Ihrer schweren Aufgabe des letzten Wortes folgerecht geworden. Und damit ziehe ich mich auch raus mit einem herzlichen Dankeschön in die Runde an die Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn Sie sich jetzt nicht gerade bombardierend eingemischt haben in unsere Diskussion mit Fragen, und gebe damit nochmal das Wort an Valeska Esch. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Riedel. Und ich kann auch Sie alle beruhigen. Ich habe nicht vor, mit einer ausführlichen Zusammenfassung diese spannende Diskussion noch einmal aufzurollen. Aber ich möchte doch noch einen kleinen Dank loswerden. Einmal natürlich in allererster Linie an Sie alle. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich in der letzten Sitzungswoche des Jahres die Zeit genommen haben, an dieser Diskussion teilzunehmen. Herzlichen Dank, Frau Riedel, für die Moderation. Aber mir ist es auch ganz wichtig, nochmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Foresight-Prozess zu danken. Denn dies ist natürlich nicht ein reines Espenpapier, sondern eben das Ergebnis einer Gruppe von Expertinnen und Experten aus ganz Europa. Ich möchte mich auch nochmal bei Oliver Gnad bedanken, der uns und unsere Gruppe sicher durch diesen Prozess geführt hat, und vor allem auch bei Yannick Remme, der die Gruppenergebnisse des Prozesses ausformuliert und so schön für die Publikation aufbereitet hat. Ich hatte es schon erwähnt, die Szenarien gehen natürlich tiefer, als wir das hier vorstellen und diskutieren konnten, sind aber auf unserer Website verfügbar. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen allen eine erholsame Weihnachtspause und ein frohes und vor allem natürlich gesundes neues Jahr zu wünschen. Ganz herzlichen Dank. Dem ist jetzt nichts hinzuzufügen, außer ein Winken in die Runde. Machen Sie es gut, Dank. Machen Sie gut aus dem Alten ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Merci. Danke. Alles Gute. Servus.